Maria Magdalena Channeling von Lynn Laborde. Kommentar zur Lektion 155. Ich will zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Schauen wir, was Magdalena heute zu uns zu sagen hat. Ich grüße euch, Geliebte. Und Geliebte, alles Sein hat nur eine Richtung. Alles Sein macht tatsächlich seinen Weg nach Hause. Und es hat unter Illusionen gelitten und an Illusionen geglaubt. Aber du hast einen Führer auf deinen Weg und der Heilige Geist hat diese Reise mit dir geplant. Dein höheres Selbst, deine Seele, die sagte, lass uns diese Erfahrung machen und sie wird uns nach Hause führen zum Königreich. Und alles, was ihr zu tun braucht, Geliebte, ist, euren Geist und eure Herzen zu öffnen und eure Seele, um sich zu erinnern, dass die Reise auch, die ihr euch begeben habt, die der Rückkehr zum Königreich ist. Wenn du zurücktrittst und dir vom Heiligen Geist den Weg zeigen lässt, das bedeutet, dass du fragst, wo soll ich hingehen? Was möchtest du, dass ich tue? Und du schaust nach innen und sagst, ist das die richtige Entscheidung für mich, die jetzt zu treffen, um mich näher zu Gott zu bringen? Und Geliebte, versteht, wenn ihr in dieser Welt der Illusionen wandelt, dann werden euch so viele Zeichen am Wegesrand gegeben, so viele Situationen, so viele Wesen, um euch zu erinnern, dass ihr in Verbindung bleibt mit der einen wirklichen Quelle, mit der einen wirklichen Liebe und dem einen wirklichen Licht. Und das existiert in euch, Geliebte. Versteht, dass die Reise, auf die ihr euch begeben habt, die Reise, die ihr jetzt macht, ist euch zur Realisation, zur Erkenntnis des Christuswesens zu bringen, das ihr seid. Und auf dem Weg, wenn ihr zurücktretet, wenn ihr euch hingebt, wenn ihr sagt, dein Wille geschehe, dann verbeugt ihr euch vor der Majestät und der Heiligkeit und der Schönheit, die Gott ist. Und der Heilige Geist ist euer Begleiter, euer Führer. Und ihr bittet den Heiligen Geist, euch zu führen. Und ihr bittet, dass euch gezeigt wird, wo ihr hingehen sollt und was ihr tun sollt. Und was ihr sagen sollt und was ihr tun sollt. Wenn ihr euren Weg vergessen habt und wieder in die Illusionen eingetaucht seid, die das Leben ist, diese Existenz, die mit Schmerz und Leiden gefüllt ist, und doch, wenn ihr lange genug innehaltet, Geliebte, um in die Erinnerung zu kommen und die Realität, und ihr gebt euch hin und ihr lasst los und ihr lasst Gott zu und Gott hat euch einen Führer und einen Botschafter gegeben, der euch auf dieser Reise hilft. Und Geliebte, es sind so viele hier, um euch zu unterstützen. Der für euch maßgeschneidert wurde, weiß ganz genau den nächsten Schritt für euch, der zu tun ist. Und das ist eure Beziehung zum Heiligen Geist. Also kommt in euer Herz, Geliebte, und erlaubt euch, euch dem Willen Gottes hinzugeben. Erlaubt euch, die Schönheit zu finden, die Gott ist, die Liebe, die Gott ist, die in euch ist, die ihr seid. Denn sie hat euch nie verlassen und ihr habt sie auch nie verlassen. Aber ihr habt euch erlaubt, in eine Illusion zu springen, die von euch als eure tägliche Existenz betrachtet wird. Diese Welt von Leiden, Wahnsinn und Schmerz, Neid, Schuld und Scham. Nichts davon gehört zu euch, Geliebte. Und das sind die Imaginationen des Egos, das versucht, irgendetwas zu schützen. Etwas, das keinen Schutz braucht. Wie könntet ihr geschützt werden müssen vor einem Herzen, das euch liebt und vor einem Licht, das ihr seid in eurem Inneren? Also Geliebte, der erlaubt euch heute einfach zu wählen, zuzuhören in euren Momenten der Stille am Morgen und am Abend und zu jeder vollen Stunde gebt diese 5 Minuten für Gott. Was möchtest du, wo ich hingehen soll? Heiliger Geist, hilf mir zu verstehen, wo ich vom Weg abgekommen bin.
hilft mir, mich wieder mit dem Aspekt meines Selbst zu verbinden, der heilig ist. Hilft mir, anderen zu zeigen und mit denen zu gehen, die sich entschlossen haben, mit dir zu gehen, sich dir hinzugeben. Ich bitte dich jetzt, mein Vater, mich in deine Arme zurückzunehmen. Zeige mir die wahren Wege der Liebe, die wahren Wege der Dankbarkeit, die wahren Wege der Demut. Hilf mir zu finden, was ich wirklich wünsche. Es gab ein Versprechen, das ich dir gab. Hilf mir, Vater, nach Hause zu kommen, an den Ort, den ich niemals verlassen habe. Und bei eurer triumphalen Rückkehr, Geliebte, gibt es eine Feier und die ist außerordentlich. Also bringt euch selbst zum Tragen heute, Geliebte. Sucht und findet diesen Moment der Stille, um diese stille, ruhige Stimme zu hören, die euch lockt und die sagt, ich grüße dich, Geliebte. Willkommen zu Hause, an dem Ort, den du niemals verlassen hast. Und wenn ihr erwacht und euch streckt und gähnt und sagt, du wirst den Traum nicht glauben, den ich hatte, oder es solch ein Feiern, und euch wird klar, dass ihr in einem Traum wart. Denn alles, was jemals war, ist, ihr seid ihr an dem Königreich Gottes. Also erlaubt euch heute loszulassen, Geliebte, erlaubt euch zurückzutreten von diesem Bedürfnis, ständig Druck zu machen und Dinge am Laufen zu halten und Dinge geschehen zu lassen. Und erlaubt Gott zu manifestieren vor euren Augen und seht die Magie, die geschieht, denn ihr seid ein geliebtes Wesen und ihr seid ein geliebtes Mitglied dieser Familie, die so göttlich ist. So kostbar. Und jedes Mitglied ist wichtig. Jedes Wesen, auf das du heute schaust und das du beurteilst, jeden, den du sehen würdest oder was du sehen würdest und sagen, das ist nicht so, wie es sein sollte, dann erlaubt euch stattdessen, zum Frieden zu kommen und zum Glücklichsein zu kommen und zur Freude und zu dem Verständnis, dass nur die Liebe real ist. Und ihr seid diese Liebe, ihr seid dieses Licht und ihr seid diese Schönheit, die strahlt, so wie nur ihr das könnt. Und ihr seid ein Leuchtfeuer für andere. Denn wenn sie euch anschauen, werden sie sehen, dass es etwas anders ist in euren Augen und in euren Herzen und in eurem Lächeln. Da ist ein Antlitz des Friedens, die das göttliche Wesen zeigt, dass du bist. Denn du weißt, dass du dich erinnert hast. Du weißt, dass du dem Weg folgst. Und wenn du gehst, erleuchtest du das Herz von jedem Wesen, dem du begegnest. Denn das ist die Schönheit und die Gnade, die jemandem verliehen wird, der sich erinnert. Also, Geliebte, tretet heute wirklich zurück und erlaubt ihm, den Weg zu führen. Und seht, was dieser magische Reise, diese wundervolle Reise der Welt bringt und was es zur Welt bringt. Wisst, dass ihr unseren Segen immer bei euch habt. Unsere Liebe geht mit euch, meine Liebe geht mit euch. Hört jetzt auf diese Worte, ihr seid, wie Gott euch schuf. Es gibt keine größere Freude, in die man sich ergeben kann, in der man sich hingeben kann. Seid, was ihr seid, Geliebte. Unser Segen und unsere Wertschätzung für euch ist immer bei euch. Und wir werden wieder zu euch sprechen.